Warum sind wir systemrelevant? Die meisten Leute würden diese Frage damit beantworten, dass wir es nicht sind. Doch wir sind nicht nur Tänzer, nein, wir sind eine Familie. Wir machen weiter, bleiben nicht stehen und denken an die Zukunft, versuchen dadurch ein Vorbild zu sein und das alleine durch Träume und Wünsche. Und genau darum sind wir systemrelevant. Zum Tanzen zu gehen ist nicht das gleiche wie, ich gehe jetzt mal eben ein bisschen Sport machen. Wenn ich sage, ich gehe zum Tanzen, gehe ich nicht zu meinen Freunden, nicht zu denen, die ich in der Schule sehe und mit denen ich in der Pause rumstehe. Nein, ich meine meine zweite Familie, meine Leute, die mich mit allen Ecken und Kanten akzeptieren. Die unterschiedlichsten Menschen, aber trotzdem gehören wir alle zusammen. Die Leute bringen mich zum Lachen und ich habe Spaß. Ich bin einfach nur glücklich. Ich kann sein, wie ich bin und niemand hat was dagegen. Es fällt nicht auf, anders zu sein, man selbst zu sein. Ich gehe zum Tanzen und vergesse alles. Wenn ich tanze, tanze ich einfach. Ich denke an die Schritte, auf die Musik, auch wenn es nicht einmal einfach ist. Einfach einmal in der Woche Spaß haben und alles vergessen. Und genau deswegen sind wir systemrelevant. Wir sind systemrelevant, weil bei uns jeder so akzeptiert wird, wie er ist.